Alfred, ich bin auf dem Weg zu den Filmstudios. Bereite die Analyse des Stützpunktes des Arkham Knight auf Founders Island vor. Es wird Zeit, in die Offensive zu gehen. Sehr wohl. Die Höhle des Löwen erwartet Sie. Wer zur Hölle hat Ivy und ihre verfluchten Pflanzen auf die Party eingeladen? Denk nur an Robin da unten, der sein Leben mit Barbara plant. Öffnen. Vielleicht überlegt er sich Namen für all die kleinen Fledermäuschen, die sie mal bekommen. Er kann so froh sein, sie ist so liebenswert. Für meinen Geschmack nur ein klitzekleines bisschen zu tun. Sir, wie werden Sie Marcel Drake von Barbara erzählen? Er wird erschüttert sein. Er könnte unüberlegt handeln. Gar nicht. Noch nicht. Ich brauche ihn für das Heilmittel. Sir, es war schlimm genug, Miss Gordons Entführung zu verschweigen. Aber das ist falsch. Wir alle müssen Opfer bringen, Alfred. Sie sollten sich das gut überlegen, Sir. Wenn er herausfindet, dass sie fort ist und sie es verschwiegen haben, werden sie ihn verlieren. Für immer. Schön, dich zu sehen, Batman. Aber das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Ist es da draußen so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Das kriegst du doch in den Griff, oder? Sir, die Langstreckenscanner konnten den Cloudburst nicht aufspüren. Schick den Batwing und lass ihn einen Thermalscan durchführen. Geht nicht, Sir. Founders Island wird durch einen an zwei Radartürme angeschlossenen Raketenwerfer geschützt. Sie werden weder Batwing noch Batmobile in die Nähe bringen können. Ich kann die Radartürme zu Fuß zerstören, wenn wir einen Weg finden, die Drohnen auszuschalten, die sie beschützen. Nun, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe eine besondere Drohne identifiziert, die als Relais für alle eingehenden Funksprüche zu dienen scheint. Wenn ich diese Drohne in die Finger kriege, können wir vielleicht die Sicherheitsprotokolle rückentwickeln und mir genug Zeit verschaffen, die Radartürme auszuschalten. Vielleicht, Sir, aber es hört sich gefährlich an. Zu gefährlich. Es ist der einzige Weg. Ich halte dich auf dem Laufenden. Immer noch nichts von Barbara. Vertrau mir, Robin. Es geht ihr gut. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Du musst das nicht allein tun, Bruce. Ich helfe dir. Ich regle das. Wir brauchen das Heilmittel. Und das kriegen wir. Dauert nicht mehr lange. Hör zu, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin hier. Da bist du ja, Bats. Hast du mich vermisst? Sicher hast du. Kann ich jetzt an Robin herumdoktern? Ich zeig dem Jungen mal, wie man Blut abnimmt. Du hattest Glück, Flederfreak. Diesmal ist der Goliath bereit. Ah, sieh mich an. Der König sah noch nie so gut aus. Nein, 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 so wird das nichts. Du bringst uns da nicht rein, Brucey. Das wäre wie eine schlechte Sitcom. Zwei verrückte Mitbewohner, eine Quarantänezelle. Ich kenne mich mit Comedy aus.
Ich war sicher, du würdest es ihm sagen. Ehrlich zu ihm sein wie bei Gordon. Aber du hast dir gedacht, warum sollen wir ihn jetzt brechen, wenn wir ihn später zerstören können? Also, ich wuchere hier jetzt schon eine ganze Weile in dieser Höhle von einem Verstand herum. Du glaubst ja tatsächlich an diesen Heilmittel-Nonsens. Das Dach der Royal Flush Gang in Kingston wurde von der Miliz übernommen. Ich erobere es zurück. Das Heilmittel. Konzentrier dich einfach darauf, den Arkham Knight zu erledigen. Das wird dein Abgesang sein. Die letzte gute Tat, die du vollbringen wirst. Deiner Freunde, die gefangen ist. Wie viele mehr müssen sterben, bevor der König der Kreuzzug sein verdientes Ende findet? Keine Ahnung, wo der Pinguin diese Waffen her hat, aber was auch immer der Arkham Knight ihm dafür bezahlt, es ist nicht genug. Wo hat sich Batman versteckt? Abgehörte Jungs vom Pinguin hatten die Fledermaus im Visier, bis einer seiner Helfer aufgetaucht ist. Die Kommandozentrale hat ein Dossier über diese Metamorphose gesendet. Poison Ivy, liest ihr das mal durch? Sie gilt jetzt für Batman. Ich seh's mir an. Gute Idee. Der ist K.O. Batman schlägt hart zu. Kugeln hauen stärker zu. Schnappt ihn euch. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Vermin die Aussichtspunkte!
Glaubst du, er ist weg? Nein, er wartet nur ab. Halt die Augen offen. Ihr drei könnt es immer noch schaffen. Seid schnell, seid wachsam. Alles okay, Jungs? Seht ihr was? Nichts. Ihr auch nicht. Okay, nicht einschlafen. Er ist hier irgendwo. Woraus bestehen Ivys Pflanzen überhaupt? Nicht mal ein verdammter Raketenwerfer macht denen was aus. Du wirst ihm nicht entkommen. Die Milizen haben sich mit Blick auf die Salvation Bridge versch... Two-Face versucht gerade, Gothams größte Bank in Kingston zu überfallen. Zeit, ihn aufzuhalten, Sir. Wieso arbeitet Ivy jetzt mit der Fledermaus zusammen?
das ist sie, die größte Bank Gothams. Heute Nacht holen wir uns einen Rekord, Junge. Warum nicht gleich zwei für den Boss? Diese Schläger können wegen des Alarms nichts hören, genau wie die anderen. Ich werde hart zuschlagen. Damit können wir in den Ruhestand gehen. Er ist hier! Batman ist hier! Hört ihr ihn? Wir haben einen Zeitplan! Sollen, alter Freund. Wir wollten dich verschonen, aber die Mütze hat anders entschieden. Sie hat nicht vergessen, was geschehen ist, Batman. Du hast uns reingelegt, damals vor vielen Jahren. Er kann uns nicht stoppen. Weiter! Er ist nur ein Mensch! Töte ihn! Batman, er ist hier! Hier mit der Fledermaus. Er nutzt die Bodengitter. Kümmert euch um die Gitter. Haltet diesen Bastard auf.
Hölle, Mann! Raus! Zahl, du verlierst, Batman. Die Jungs hier werden das sicherstellen. Bringt uns die Leiche! Es gibt keinen Alarm mehr, der meine Angriffe übertönen könnte. Ich muss leise sein. Tot bist du besser dran. Sieh nur, was aus uns geworden ist. Die Jungs hier werden das sicherstellen. Es gibt keinen Alarm mehr, der meine Angriffe übertönen könnte. Ich muss leise sein. Ich habe ihn, Batman! Eine Position! Er kriegt sich hoch! Findet ihn! Er ist hier lang! Ich weiß, dass du da bist. Komm raus, du verdammter Feigling! All deine Entscheidungen haben dich hierhin geführt, Batman. Es war Schicksal, genau so. Kannst du mich nicht anschauen, Batman? Mir nicht ins Gesicht sehen? Komm raus, Feigling! Wir wissen, dass du hier bist. Wir töten dich für das, was du uns angetan hast. Ich weiß, dass du da bist. Komm raus, du verdammter Feigling! Ich habe ihn best! Schon, Kumpel, wach! Der Mensch drückt deine Hand! Du hast auch Granaten, Alter!
Entscheidungen haben dich hierhin geführt, Batman. Es war Schicksal, Batman, genau so zu sterben. Cash, ich habe Two-Face. Bring ihn vorbei. Holen Sie seine Männer ab. Geht klar, Batman. Beruhige dich, Dan. Nenn mich nicht so. Er ist tot. Das glaube ich nicht. Hier bin ich ein Freak. Das war nicht meine Schuld. Du warst es, der diesen giftwerfenden Bastard eingelocht hat. Du sagtest, wir retten Gotham. Es tut mir leid, Harvey. Hier ist Endstation, Dent. Du solltest mich nie unterschätzen. Nimm deine Fledermausgriffel von meinem Boss. Ja, er hat mehr drauf als du. Spar dir deinen Atem. Wir kriegen noch unsere Chance. So schnell nicht. Wohl immer noch im Dienste der Gerechtigkeit, was, Batman? Unmöglich! Denk an die Verbrechen, die du verpasst hast, um uns zu fassen. Wie geht's denn so hart? Nenn mich unsensibel, aber ich bin einfach... Zu neugierig. Wurde wirklich alles in der Mitte geteilt? Es kommt mir so unwirklich vor, Batman. Ich kann mir nicht vorstellen, was Jim tun wird. Barbara bedeutete ihm alles. Was ist mit mir los? Du warst krank. Aber jetzt geht's dir wieder. 26. Oktober. Ich hab die Ryder. Batman, welch Ehre. Von allen Orten, wo du sein könntest... Hier ist es zu gefährlich für dich. Pass auf, sieh dir das mal an. Rituelle Opferriten. Ist dir so etwas schon mal untergekommen? Kümmer dich bei Cash um eine Eskorte und dann geh. Hier ist garantiert eine Story für mich drin. Vielleicht ein eigenes Special. Dann wird Vale aber das Lachen vergehen. Sie soll sich mit Bruce Wayne treffen. Dann wurden seine Eltern eben ermordet. Er hat es nach einem Blick auf sein Konto sicher verkraftet. Band 23, 26. Oktober. Ich habe die Archive durchsucht und stieß auf dieses kleine Juwel. Die Cops verhafteten einen Landstreicher, der mit Blackfire zusammengestoßen ist. Wir kriegen wohl langsam eine Vorstellung, was dieser Irre gefühlt hat. Abgehört, es lief nicht so gut auf diesem Luftschiff. Die Männer hier sagen hier... Hey, Batman, wie geht's? Scheiße, er klebt an allem.
Was zur Hölle ist das? Und die Fledermaus arbeiten zusammen wie die besten Freunde. Wie lange das wohl hält? Brennende Fledermaus-Symbole? Ist das so eine Art? Gefiel dir dein kleiner Ausflug im Luftschiff, Denneki? Ich habe deinen Moment der Ablenkung genutzt und noch mehr Rätsel in Gotham verteilt. In der Tat sind diese Rätsel so komplex, so teuflisch innovativ, dass ich nur für ihren Aufbau eine Rasse robotischer Diener erschaffen musste. Wenn ich an den Kommunikationschip in dieser Relais-Drohne herankomme, könnte ich herausfinden, wie man sie deaktiviert. Mit dem Relais-Chip kann ich die Drohnen zeitweise blenden. Das gibt mir genug Zeit, die beiden Radartürme lahmzulegen.
Ich muss das Radar zerstören, bevor die Drohne wieder aktiv wird. Die erste Radarantenne wäre erledigt. An alle Einheiten, Radarabdeckung in Sektor 1 ausgefallen. Eine Ich weise einen Techniker zu. Negativ, das war Batman. Radarantenne B, bereit machen. Das Primärziel nähert sich. Insel zu bringen. Wenn wir das richtig machen, stehen wir beim Night gut da. Ich hoffe, die Fledermaus taucht auf. Ich hol mir den Skalp von dem Hundesohn. Dass er von diesen Luftschiffen entkommen ist. Wir hatten ein paar gute Männer da oben. Bleib wachsam, Männer. Wir können uns keine Nachlässigkeit leisten. Wenn wir das richtig machen, stehen wir beim Night gut da. Ach, Bats, du Scherzkeks. Mich legst du nicht rein. Bats? Bats! Zurück!
Was? Du hast alles überlebt, was ich gegen dich ins Spiel brachte und stirbst jetzt einfach so? Ich weiß, was du von dieser Möchtegern-Fledermaus hältst. Das ging mir mit diesen billigen Joker-Kopien in den Filmstudios auch so. Es kann nur einen Joker geben, Bats. Und der bin ich. Also, du. Okay, wir. Also sei ein guter Junge und schlachte. Ich kann die Geschütze mit dem Distanz-Hacking-Gerät kurzzeitig blenden. Die Geschütze mit dem Distanz-Hacking-Gerät kurzzeitig blenden. Wo willst du hin, wenn wir unseren Hund kriegen? Santa Prisca, Mann. Schön braun werden. Kann dir hier nicht passieren. Alfred, das Radar ist Geschichte. Dann wäre da noch das kleine Problem mit dem Langstreckenraketenwerfer. Wenn er ausgeschaltet ist, kann ich den Batwing entsenden und den Cloudburst scannen. Ich bin auf dem Weg. Wir haben das zweite Radar verloren. Wie kann das sein? Er hat es an den Geschützturm vorbeigeschafft. Haltet den Raketenwerfer gefechtsbereit. Ich herrsche über den Himmel. Radar ist zerstört. Er will uns ans Leder. Lasst ihn. Er kämpft sonst gegen verängstigte Straßenköter. Ich habe keine Angst. Unterschätz ihn nicht. Er sagt uns den halt ständig. Jetzt hat die Fledermaus viel zu viel Respekt. Glaubst du, er hat nur mit Glück überlebt? Ja, und das geht ihm gerade aus. Was für ein schickes Schießeisen. Woher haben wir das Geld für sowas? Vielleicht funktioniert das Ding ja doch. Ich versuche, das Signal zu orten. Das Signal ist weg.
Bleib wachsam! Ich kann die Panzerung der Raketenwerfer nicht durchdringen. Ich brauche etwas mit ein wenig mehr Durchschlagskraft. Er ist von einem Schutzschild umgeben. Im Kontrollraum kann ich ihn deaktivieren. Ich bleibe im Kontrollraum und steuere das Auto von hier. Ich darf nicht zulassen, dass die Miliz die Verteidigung von hier wieder aktiviert. Alfred, du musst die Brücke absenken. Verstanden, Sir. Wie ich sehe, kommen Sie gut mit dem Fernlenksystem des Batmobils zurecht. Sir, Batman lässt alle drei Brücken zu Founders Island runter. Er will die Raketenwerfer mit seinem Auto zerstören. Schickt Einsatzteam Delta ins Zielgebiet. Ja, Sir. Was ist mit dem Batmobil?
Aktiviert die Cobra-Schwadron! Macht es nieder!